auf der X-Taste. Ja, und dann der Bananenschale. Und die Bananenschale genau zum richtigen Zeitpunkt bekommen. So, kommt zurück zu einem neuen Mario Kart 8 Part. Und zwar wieder im Einzelspieler. Den Grand Prix im 100er CCM. Und wen haben wir denn da noch nicht? Letzten Pass hatten wir noch Luigi, dann werden wir jetzt Mario nehmen. Und bei Mario mal die Statistik, was bei ihm da nicht so schlecht ist. Ein Wagen, der vielleicht gleich viel Beschleunigung hat. Warte mal mit den Slick-Reifen und dann halbwegs. Also ich will mal wieder ein Bike nehmen. Das Rennbike hat ein ziemlich gutes Handling, eine ziemlich gute Beschleunigung, aber leider wenig Haftung. Ich nehme es trotzdem, ich nehme das Rennbike. Gekonnt wie üblich mit dem Bowser-Gleiter. Hä? Bananen-Cup? Achso. Ja stimmt, wir haben die vier da oben und werden jetzt den Bananen-Cup machen. Obwohl ich... Ist egal. Mario macht jetzt den Bananen-Cup. Mal sehen, ob ich dann irgendwelche Frauen auch mal spielen werde. Vielleicht die Rosalina und die Peach und die Daisy und so. Damit wir halt mal fast jeden, würde ich mal sagen, gespielt haben. Die... die Lemmy und Larry und wie heißen sie? Die Cooperlinge, genau. Die Cooperlinge werde ich nicht spielen, die mag ich aus Prinzip irgendwie nicht. Weil irgendwelche müssen ja nicht kommen, also irgendwelche muss ich ja auslassen, denn 25 Fahrer in 16 Cups, das wird sich nicht ganz ausgehen. Oder bisher 25 Fahrer in 20 Cups, wenn man die... Ne, warte mal. Bin ich jetzt ganz blöd? Wie? Oh ja, Idee. Alter, komm. Mathe wäre ein bisschen von Vorteil, würde ich mal sagen. Es sind ja schon allein 24 Cups bis zum 150er. Und dann wird es höchstwahrscheinlich wie üblich den Spiegel geben. Wären das ja dann 32, also dann kommt auf jeden Fall mal jeder einmal. Nur ich werde so gut wie möglich die... Also wenn ich die Cooperlinge fahre, dann erst ziemlich zum Schluss. Weil ich die einfach aus Prinzip irgendwie nicht mag. Keine Ahnung warum. Und irgendwie habe ich gerade keinen Ton. Ich weiß nicht, ob ihr Ton habt. Ihr müsstet eigentlich Ton haben, aber ernsthaft. Achso, falsche Taste. Ich muss mir nach diesem Rennen... Oder nee, ich drücke einfach Pause. Ich muss mir den Ton mal aufdrehen. Okay, warte, ich muss das hier auf dem Headset, glaube ich, selbst einstellen. Okay, irgendwie habe ich gerade keinen Spielsound. Irgendwas spackt hier gerade. Ist egal, fahren wir halt mal einen Part ohne Spielsound. Hab zwar noch keine Ahnung, warum ich keinen Sound habe, aber ja, ist halt in diesem Part mal so. Höre ich halt nicht, was hier gerade abgeht. Ist egal, dieses Rennen ist das erste Rennen in der Staubtrunkenruine ist sowieso gleich vorbei. Und dann sehe ich mir mal an, was da ist. Klar, hol mich da vielleicht noch kurz vor der Ziellinie ein. Achso, okay. Ich bin nicht Erster, ich bin nicht Erster. Haha, danke, Baby Luigi. Ernsthaft, Bananenschale. Oh, mitten durch. Denkste. Ah, ernsthaft. Ich glaube, ich lasse das mal mitten durch den Poké durch.
sonst habe ich bald 0 Münzen. Und ein paar Münzen sollte man sich vielleicht doch behalten und nicht an jeder Münze vorbeifahren, Mario. Das macht er eindeutig absichtlich. Oh oh. Feuerbälle von hinten. Warte mal, da sind Münzen. Die kriege ich aber nicht. Das war Gott sei Dank nur ein Boomerang und kein blauer Panzer. Das war auch nur ein Boomerang und kein blauer Panzer. So. Jetzt mal gerne wissen, warum ich hier keinen Ton habe. Okay, an dem hier liegt's mal nicht. Dem hier liegt's auch nicht. Warte. Hier vielleicht. Okay, an dem liegt's auch nicht. Dann weiß ich ehrlich gesagt nicht, an was es liegt. Egal. Dann nehme ich halt nur diesen einen Part auf und beschäftige mich damit halt erst im nächsten Part. Okay. Ich musste doch irgendwo an meinem Headset rumschrauben. Ja. Okay. Jetzt habe ich Ton. Und jetzt, ja. Hier sind die Highlights auch schon wieder vorbei. Ihr habt sie gesehen, ich musste mich da mit meinem Headset beschäftigen. Damit ich selbst das Rennen auch ein bisschen hören kann. Also, dann starten wir das nächste Rennen gleich. Okay, es lag doch daran, dass mein Headset irgendwie nicht ganz so funktioniert hat, wie es sein sollte. So. Jetzt, nachdem alles wieder funktioniert und ich das Game auch höre, lässt sich doch schon viel angenehmer spielen. Jetzt hört man ja auch, wenn Panzer und Sachen hinter mir herkommen und wenn Gegner hinter mir sind und sowas, das hört man ja jetzt wieder. Ist ja viel besser so zu spielen. Ist ja klar. Peach. Ich bin vorne. Und das wird sich auch in der ersten Runde nicht ändern. Und ich hoffe mal, dass Mario auch sein Rennen, alle vier Rennen gewinnt. So. Und vielleicht ein bisschen mehr Münzen sammelt, wäre von Vorteil. Denn schon langsam bezweifle ich, dass Mario irgendwelche Münzen sammeln will. Ah, jetzt hat er eigentlich 10 Münzen. Ah, der rote Panzer hat sich dann doch für Peach entschieden. Es gibt, glaube ich, irgendwo eine Taste, wo man den Rückspiegel sehen kann, also wo man die Kamera nach hinten geben kann. Ich weiß ja gerade nicht, wo sich diese Taste befindet. Ah, okay, ich habe sie. Auf der X-Taste. Ja, und den Bananenschale. Und die Bananenschale genau zum richtigen Zeitpunkt bekommen. Und weit und breit kein Gegner da, kein Schwein da. Oh, Metallmarder fährt diesmal mit. Na dann mal die Highlights wieder. Ja, ich finde Bikes immer noch cooler als Karts. Treffe ich mit dem grünen Panzer? Boah. Wo hoch?
gekonnt. Und ja, Treffer. Und ein Fotofinish. Kommt irgendwer? Ne, kommt keiner. Damit gibt's das nächste Rennen. N64 Royal Raceway, königliche Rennpiste. Oh, Peach, das ist deine Strecke, ja? Aber das heißt noch lange nicht, dass Mario hier verlieren wird. Ah, der rote Panzer will mich doch nicht. Und ich habe wieder zu spät gesehen, dass man damit den Pilz hätte abkürzen können. Das wäre schön gewesen, oder es wäre schön, wenn es im 150er Cup dann aufgehen würde, dass man da reinfliegen könnte. Das wäre schön, wenn man da genauso wie beim N64 immer noch rein könnte, aber zum Beispiel erst im 150er Cup, wenn man da dann schnell genug und weit genug fliegen könnte. Würde ich sicher toll finden. Sowas von der N64 hier einbauen. Also was von N64 schon funktioniert hat, immer noch belassen, sagen wir es so. Ah, die Glocken läuten. Weil noch ist das Tor immer noch zu, genauso wie im 50er Cup. Ja, komm ruhig her. Ich brauch dich nicht, blauer Panzer. Ah, krieg ich da ein paar Münzen? Ja. Da auch, ja. Sehr schön. Da hole ich mir auch. Da hole ich mir keine Münze, ist klar. Aber da. Ganz drei Münzen wieder absahnen. Ich habe mit der Bananenschale die Glocke abgeschossen. Geile Sache. Mich würde jetzt interessieren, ob die Bananenschale nach vor oder zurück ging. Oder ob die da oben irgendwie im Nichts verschwand oder liegen geblieben ist. Ist klar! Ist klar! Euer Ernst! Mario? Bist du eigentlich von allen guten Geistern verlassen? Ja. Ist er. Mario, du bist echt zu nichts zu gebrauchen. Fährt da an, anstatt dass er vorbeifährt und dann wird er noch vom roten Panzer vor der Ziellinie getroffen. Ist klar. Ja, wie gesagt, ich mache sicherlich nicht über... Also ich... werde die drei Sterne vielleicht irgendwann nachholen, aber ich weiß nicht, ob ich das aufnehme oder nicht. Mir reicht's, wenn ich überall den Goldpokal habe. Das würde mir reichen. So, und fliegen. Und da hoch. Roter Panzer! Schade. Hat er nichts zum Abwehren.
Aber schöne Sachen. Also zwar nicht viel Veränderungen hier, aber doch doch einige Veränderungen, obwohl es von Mario Kart 7 ist. Doch einige Veränderungen. Ich hätte gedacht, dass sie da bei 3DS eigentlich fast nichts verändern. Da es ja eines der neuesten ist und da sowieso eigentlich ja nicht viel geändert gehört, sagen wir es mal so. Ich meine, es ist eigentlich eh fast nur das hier verändert und ja, von der Atmosphäre ist es auch komplett verändert. Zum Beispiel die Donkey Kong Statue, die Bananenstatue, die man da hinten gerade sah, die war ja im Original auch nicht. Dein Ernst? Wie unfähig bist du eigentlich, Mario? Ich meine, Goldpokal ist schon Pflicht. Ich meine, wenn ich das nicht schaffe, ich meine, so ein Noob bin ich auch nicht. Ein bisschen schneller wäre nicht schlecht, ja. So. Und da wieder hoch. Ich meine, wenn ihr die drei Sterne überall sehen wollt, ihr könnt sie in die Kommentare schreiben. Dann werde ich es auch aufnehmen und sozusagen euch dann zeigen halt. Ja, wenn nicht, dann werde ich das einmal nur offscreen machen, denn ich mache bei jedem Mario Kart 3 Sterne. Das habe ich schon mit 3DS gemacht und das werde ich auch hier machen und ich werde hier noch zweiter. Komm, 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 komm! Ja, haha! Ich werde doch noch erster. Huh! Aber da hätte sich auch am Ergebnis nichts mehr geändert. Ja, es, wie schon gesagt, ihr könnt entscheiden, ob ich das aufnehmen soll, also ich überall drei Sterne mache, oder ob ich das einfach offscreen machen soll. Also ob ihr es halt nicht sehen wollt. Je nachdem werde ich es halt dann aufnehmen oder nicht. Und das war anscheinend doch ziemlich eng. Denn Baby Luigi wurde da vom roten Panzer getroffen. Wenn ihn der nicht getroffen hätte, dann wäre es ziemlich eng gewesen. Ich meine, ich hätte das Rennen dann zwar auch noch gewonnen, aber es wäre knapp gewesen. Und ja, das war's ja schon wieder für diesen Part. Und damit haben wir, glaube ich, auch den letzten Charakter freigeschaltet. Da müssten jetzt eigentlich alle gewesen sein. Außer es überrascht mich das Spiel mit noch einer neuen Leiste. Aber von dem her sollten das mit Morten jetzt alle gewesen sein. Ja, aber klar, dass Morten kommt, den hatten wir ja schon ein paar Mal als Gegner. Ja, das heißt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 von diesen Haberern da. Warte mal, wir haben ja noch ein neues K-Teil. Da fahre ich ja noch zuerst Rose Gold Peach, bevor ich die da unten fahre. Sauseschuh! Oh, ein Sauseschuh! Mal sehen. Aber der hat viel Tempo. Aber das kann auch daran liegen, dass sie viel Tempo hat. Ja, hat auch ein. Nee, hat kein ziemlich. Ziemlich viel Gewicht. Ziemlich Haftung hat der mehr. Also von der Haftung her ist der Sauseschuh schon ein bisschen besser. Ja und Tempo ist auch halt. Aber Tempo ist eindeutig dieses hier. Also der Turboflitz ist eindeutig der schnellste, aber hat fast keine Haftung und wenig Beschleunigung. Ja. Aber das ist ja eigentlich unwichtig. Und wir sehen uns im nächsten Part. Ja, und dann mal bis dann, wiedersehen.